Bei euch steht es eigentlich ziemlich fest als Tabellenzweiter. Mannheim ist nicht mehr zu erreichen, aber natürlich gibt es da noch die ein oder andere Aufgabe, die man gerne mal hernimmt, sozusagen als Warm-up für die Playoffs. So heute das Spiel gegen Berlin. War man auch mit dabei. Der Kollege Christoph Nahr hat es gesehen. Es ist an der Zeit, die Form für die Playoffs zu finden, beziehungsweise sich für die Stammposition zu empfehlen, so wie Niklas Treutle. Sein Trainer Don Jackson zählt auf den jungen Franken. Die Münchner von rechts nach links mit viel Dampf in den ersten Minuten und prompt rennen sie in einen Konter. Die Berliner mit Petre Pohl. Parade von Treutle, aber dann ist André Ranke zur Stelle. Die frühe Führung für die Gäste. Ach, brennt der ERC ein Feuerwerk ab. Chancen über Chancen hat er, aber erst kurz vor der Drittelsirene ist es dann soweit. Die Münchner in Überzahl und Dominik Cahun mit dem überfälligen Ausgleich. Begegnungen mit Berlin sind immer etwas Besonderes. Der ERC will zeigen, dass er mittlerweile besser ist als der frühere Serienmeister. Yannick Seidenberg mit der Führung nach 22 Minuten. Die Münchner belohnen sich jetzt langsam für ihre Überlegenheit. Das zweite Drittel gehört komplett dem EHC, der mittlerweile mit 3:1 führt. Die Berliner mit einem ganz schlechten Wechsel, sehr zur Freude von David Mackler, der viel Platz hat und Petri Vehanen auch noch durch die Hosenträger schießt. 4:1 nach zwei Dritteln. Dieser Braten scheint gegessen. Uwe Krupp, die Eishockey-Legende, jetzt richtig sauer. Sein Berliner Team kämpft noch um die direkte Viertelfinalteilnahme. Aber dann braucht es einen Sieg heute. Überzahl Berlin. Frank Hördler mit einem Gewaltschuss. Nur noch 4:2. Treutle ohne Chance. Die Münchner jetzt nicht mehr so konzentriert. Auch ihr Goalie nicht. Treutle im kurzen Eck geschlagen. André Rankel mit dem 3:4 Anschlusstreffer. Es wird noch mal spannend. Berlin muss jetzt viel riskieren. Der EHC weiß, wie er reagieren muss. Gut verteidigt und der Konter läuft über den besten Münchner heute Abend. David Mackler mit seinem dritten Treffer und dem zweiten Beinschuss für Vehanen. Kurz vor Schluss wird's kurios. Berlins Keeper Vehanen verlässt das Tor, um nochmal letztes Risiko zu gehen. Aber Puckverlust und das 6:3 durch Michael Wolf, der mit seinem 248. DEL-Treffer auf Rang 2 der ewigen Torschützenliste aufrückt. Ein überzeugender Sieg für München und seinen jungen Torhüter kurz vor den Playoffs. Die letzten Spiele, was er gezeigt hat, ist ja sehr, sehr gut und er lernt immer noch dazu. Und wenn er so weitermacht, dann wird es mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Nummer 1-Torwart. Die Fans erfreuen sich zumindest an Niklas Treutle und den anderen Münchner Jungs. Wir haben heute ein bisschen um Sie gebangt, heute als Studiogast, bei leichter Verletzung. Sie waren beim Physio. Nichts Ernstes. Ja, ironischerweise heute das erste Mal. Mir ist eigentlich noch nie was passiert, aber ich bin heute ein bisschen blöd im Eis hängen geblieben und habe mir das Knie verdreht und so irgendwas mit dem Innenband. Und was es genau ist, weiß ich erst morgen, aber ich hoffe nichts Größeres. Drücken die Daumen. Wer Sie im Spiel beobachtet, merkt, Sie sprechen permanent mit sich selbst. Wenn es irgendwie zum Bulli geht oder so, was reden Sie mit sich? Ja, es sind so kurze Stichwörter, so ein paar Phrasen, die man halt für sich hat, dass man eben fokussiert ist und sich selbst motiviert und so bei der Sache bleibt. Und mit der Maske, da sieht es keiner und hören tut es auch keiner, deswegen kann ich mir das ja erlauben. Haben Sie dann ähnliche Gespräche, führen Sie ähnliche Gespräche oder haben Sie einen anderen Tick? Es wären jetzt zu viele, die auch zu zählen, aber ich bedanke mich sehr oft bei Pfosten und Latte. Ja? Ja. Also es ist Aberglauben im Spiel. Ja, auf alle Fälle. Wie sieht das mit Ihren Rückennummern aus? Gibt es da auch eine Geschichte dazu? Bei mir, mein Vater hatte früher 15, dann hat sie mein Bruder genommen, okay. Die 51, weil die 15 nicht mehr frei war. Und jetzt, wo ich dann gekommen bin von Amerika, dachte ich auch, das machen wir. Warum wird man Goalie? Ja, ich denke, das ist als kleines Kind erstmal dann die Faszination, wenn man so ein Torwart sieht, so einen professionellen wie Ausrüstung. Und ja, das macht schon was her. Und dann war es so, also auf den Kleinfeldspielen früher ist man dann immer hinten nur geblieben und hat sich nur am Boden rumgekrabbelt und hat sich versucht, in die Schüsse reinzuwerfen und dann wird man ins Tor gestellt und es macht Spaß. Aber da muss man doch ein bisschen masochistisch veranlagt sein, weil es tut doch weh.
Ja, ich glaube, heutzutage tut es nicht mehr so weh wie früher. Aber ja, das wäre dann vielleicht beim Peppi heiß der Fall gewesen. Ja, wie sieht das mit, mit dem Oberkörper aus? Ist der blau von den Schüssen? Hin und wieder hast du einen blauen Fleck am Schlüsselbein, aber sehr selten. Da machen die Ausrüster einen sehr guten Job. Es heißt ja immer, die Torhüter sind ein bisschen verrückt. Also so einen Eindruck machen Sie beide jetzt nicht auf mich, aber woher kommt das Image? Ja, ich würd mich auch nicht als verrückt bezeichnen, aber wenn man jetzt einen Mitspieler fragt, die sagen dann trotzdem alle, dass man verrückt ist. Ja, man ist halt auf so einer gesonderten Position und ist dann schon ein bisschen abgetrennter und hat dann natürlich seine eigenen Ticks, wie gesagt, und die Spieler kriegen das natürlich mit und dann gibt es halt das Gerücht, dass man verrückt ist. Sie haben vielleicht auch vorsichtshalber in Hamburg das Boxen angefangen. Ja, das war ein guter Freund von mir, der hat ein Fitnessstudio gehört und da gab es auch Boxkurse und da habe ich da mal mitgemacht und habe das auch 2 Jahre dann durchgezogen, 2-mal die Woche und es hat auch Spaß gemacht, aber dann aufgrund von Verletzungsgefahr habe ich das dann sein lassen. Haben Sie schon mal anwenden müssen auf dem Eis? Nee, noch nicht. Also ein Torwart-Fight gab es noch nicht, leider. Bei Ihnen? Noch nicht, nee. Ich konzentriere mich aufs Spiel und lasse mich von dem nicht ablenken. Ach ja, man merkt, hier sind die Friedlichen bei uns, gell. Gibt auch andere Typen. Es gibt einen legendären Kampf zwischen 2 Torhütern in der NHL. Kennen Sie bestimmt. Da ging es zwischen Ray Emery und Braden Holtby zur Sache. Also ich meine, wie schwer ist die Ausrüstung, die Sie am Körper tragen? Also ich denke so circa 15 Kilo. 15 Kilo? Das ging übrigens noch 5 Minuten so weiter. Also das ist überhaupt kein Problem gewesen für die beiden Herren. In der DL ist es schwer, weil man kennt sich untereinander. Ich würde jetzt nicht Lust haben, mit dem Niklas mich zu schlagen, sage ich mal. Erstens, weil er größer ist und zweitens, weil wir uns kennen. Aber von daher, also da muss schon einer von ganz weit weg kommen, dass man dem mal eine auf die Mütze hat. Sie haben dem Niklas was voraus. Sie waren nämlich schon über dem großen Teich. Sie waren schon in Amerika. Mit 17 sind Sie dort rübergegangen. Das ist schon ein Abenteuer, oder? Waren die Eltern da auch so begeistert? Ja, ich glaube, das ist eine Chance, die jeder junge Spieler nutzen soll, weil die Ausbildung einfach da drüben um einiges fortgeschritten ist, sage ich mal. Und ja, im Alter mit 17 und 18 vor 10.000 bis 15.000 Zuschauern zu spielen, das hilft dir dann schon, wenn du wieder zurückkommst, für die mentale Stärke. Würden Sie ihm dazu raten, auch so einen Schritt zu machen? Ja, ich glaube, er hat jetzt eine Riesenchance in München, hier die Nummer 1 zu werden in der Zukunft. Und auf alle Fälle, wenn er die Chance kriegt, drüber zu gehen, sollte er das machen. Würden Sie es machen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war mein Traum zu dem, in dem Alter, als der Timo rüber ist, wollte ich auch unbedingt rüber. Da hat es nicht geklappt. Ja, und jetzt weiß ich, dass man es jetzt in meinem Alter auch nur noch schafft, wenn man in der Liga eben Erfolge feiert. Und daran arbeite ich jetzt. Okay, ganz kurz. München wird deutscher Meister, weil? Weil wir das ganze Jahr konstant super Leistung gezeigt haben und viele verletzte Spieler hatten und trotzdem immer oben mitgespielt haben und eine super Truppe haben. Und Ingolstadt holt den Titel wieder, weil? Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele erfahrene Spieler, die den Weg letztes Jahr schon gegangen sind, Spiel 7, 2:0 gewonnen haben. Und ich glaube, das hilft dann für die mentale Stärke. Gibt es dann, Sie haben den Meisterpokal an der rechten Wade, gibt es dann einen zweiten Pokal? Hoffentlich, ja. Wir würden uns auf jeden Fall über rein bayerisches Finale mit Ihnen beiden freuen. Erwarten Sie dann wieder im Blickpunkt Sport. Und wissen ja, dass wir keine Schlägerei zwischen den Torhütern dann bei Ihnen zu befürchten haben. Danke für den sehr sympathischen Besuch. Alles Gute für die Playoffs.